Hallo, guten Tag. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz MMS 3. Mein Name ist Marco Basso Simone. Ich bin der Presseleiter von der MMS 3. Und ich würde jetzt gerne mein Team vorstellen. Das ist einmal der Patrick Matthijs, das ist der Coach. Dann unseren aktuellen Champion Sascha Wolf, Wundertonne. Hier. Und im Bereich Media ist es der Oliver Seidel. Und natürlich der PR-Chef. Herr Marco Mastrimon. Und zwar dürfen Sie uns heute Fragen stellen zum kommenden Fight am 16. Dezember von der Wundertonne. Können Sie gerne loslegen. Herr Mastrimon, wie kam es zum Mixed Martial Squash Verband? Also MMS ist so entstanden, unser aktueller Champion Sascha Wolf hatte sozusagen die Idee gehabt. Vor 2 Jahren hat er angefangen mit dem Squash-Spielen, da er seine Football-Karriere beenden musste, verletzungsbedingt. Und beim Squash-Spielen merkte er, dass ihm irgendwas fehlt, körperbedingte Spiel. Und deswegen wollte er es alles miteinander verbinden. Herr Wolf, haben Sie schon immer den Drang zu Schmerzen verspürt? Das ist eine sehr gute Frage, auch eine berechtigte Frage. Selber den Drang für Schmerzen nicht, aber ich liebe es, anderen Schmerzen zuzufügen, die eine große Fresse haben. Herr Seidel. Ja, bitte. Wie können wir uns MMS 3 vorstellen? Was erwartet uns? Auf jeden Fall viel Show, viel Action, Live-Musik, weil wir haben mit General Ninja und der Silent Band Vampires und Tomato Juice haben wir 2 wundervolle Künstler engagieren können, die live vor Ort sind und auch spielen. Und natürlich, ja, die Kämpfer werden viel Show abliefern mit viel Musik und es wird ein tolles Ereignis werden. Herr Wolf, was halten Sie von den Herausforderern? Ich wusste gar nicht, dass wir Herausforderer haben. Also für mich gibt es keiner von den 4 Jungs, der irgendeine Art und Weise an Talent hat, und ich sehe da unterm Strich keine Gefahr, dass ich meinen Titel verliere. Herr Mastrosimone, sind Sie zufrieden mit dem Zulauf an Sponsoren und können wir in dem Segment noch einiges erwarten? Also wir sind sehr zufrieden mit den Sponsoren, die wir jetzt haben. Es sind einige dazugekommen und ich denke, dass wir noch mehr dazu bekommen, die uns unterstützen werden. Mastrosimone? Hallo? Wer ist da? Oliver Haug von der DBK-Versicherung. Ist gerade ganz schlecht, wir sind bei der Pressekonferenz. Okay, Moment, ich frage kurz. Oliver Haug von der DBK-Versicherung, er fragt, ob das klar geht mit der Unfallversicherung und Riester-Rente. Patrick, geht das klar? Jo, will ich schon mal. Gut, alles klar. Das auch. Okay. Geht klar. Alles klar, wir machen das. Okay, ja, danke. Tschüss. Herr Wolf, Sie haben 2 Kämpfe überragend gewonnen. Wann fordern Sie Stefan Raab heraus? Ich würde die Frage gerne umformulieren. Die Frage ist, wann fordert Stefan Raab die Wundertonne heraus? So wird's kommen. Herr Matthijs, wie sieht der Trainingsplan aus? Naja, zurzeit sind wir auf einem ganz guten Trainingsstand. Wird immer fitter, immer schneller. Ich glaube nur, dass man in der nächsten Zeit irgendjemanden überhaupt schlagen kann. Aber unter fit verstehe ich was anderes. Können Sie denn den Trainingszustand vom Herrn Wolf? Nein, aber seinen Körperbau. Und was hat das mit seinem Trainingszustand zu tun? Ja, sie wirkt gerade so aus, als wäre er fit. Gehen Sie doch mal eine Kordnung zusammen, während es ihm ja fit ist. Sie oder er. Wolf, wir haben jetzt schon einige Videos von den Herausforderern gesehen. Was können Sie uns über Herausforderer erzählen? Das ist eine gute Frage. Also zum ersten Mal muss ich sagen, dass die 4 Männer, die ich mir da angeguckt habe, dass das in Wirklichkeit für mich keine Herausforderer sind. Aber wenn ich einzeln auf sie eingehen soll, würde ich also sagen, dass dieser
The Gun. Da ist 1,40 Meter groß, mit 40 Jahren oder 38, je nachdem wie alt er ist. Ich weiß gar nicht, ob solche Menschen in so größeren Regionen überhaupt zu so einem Sport zugelassen werden. Dann haben wir noch dieser Newcomb Duke. Er wiegt 120 Kilo, soweit ich das weiß. Ne? Und bewegt sich wie ein Fass. Also, was Agilität angeht, gleich null. Ich denke, da hat mein Coach mich sehr gut vorbereitet. Dann haben wir noch, ich habe die Namen schon komplett vergessen. Wer ist da noch da? Massimo. Der Mo-Fighter. Die Situation, dass er noch zu Hause wohnt, macht mich ein bisschen skeptisch. Die Frage ist, was macht sein Vater mit mir, wenn ich dazu komme, das mit ihm zu machen, was ich im Kopf habe? Das ist schwierig. Und der letzte im Bunde? Cenobite. Dieser Zellulite-Boy mit der Maske. Ich glaube, den haben sie aus dem Swinger-Club rausgeworfen. Also es wird interessant für die Zuschauer draus, aber der Titel wird mir keiner von den vier Chaoten da nehmen. Dankeschön. Gibt mein Coach mir recht. Die Herren, was hat es mit diesem mysteriösen The Giant auf sich? Also über diesen mysteriösen The Giant werden wir heute leider keine Auskünfte geben. Marco, ich beantworte das, kein Problem. The Giant hat sich zu keinem offiziellen Kampf angemeldet. Er ist einfach in die Halle gestürmt, hat den Champion angegriffen und er wird nicht gegen den Champion antreten dürfen, solange er nicht irgendeinen anderen Herausforderer besiegt hat. So einfach ist das. Danke. Danke, Bobby. Tja, dann würde ich sagen, beenden wir die Pressekonferenz, Marco. Beenden wir die Pressekonferenz heute. Bedanken uns bei den ganzen Sponsoren, die uns unterstützt haben heute, dieses alles möglich zu machen. Und wären erfreut, wenn Sie am 16. Dezember unseren Champion, die Wundertonne, live erleben. Informationen können Sie auch zu diesem Event unter mms-saar.de erfahren. Und wie auch auf Facebook. Wie auch genau. Auf Facebook, genau. Wie auf Facebook. Bei YouTube. Bei YouTube, natürlich auch, klar. Überall. Würde ich sagen, verabschieden wir uns heute. Dann bedanke ich noch mich beim Herrn Patrick Matthijs und beim Herrn Oliver Seidel. Danke, Herr Marco, du machst es gut. Abonniere können wir uns auch bei YouTube. Channel Mixed Martial Squash.